Ja, hallo meine liebe Dattelgemeinde, hier ist der zweite Teil. Lehnt euch zurück, entspannt euch. Los geht's. So, hier bleiben wir stehen wie ein Fußgänger. Ja, und dann fahren wir nach links, bitte. Das finde ich echt gut. Das Ding ist, ich gebe dir nur den Hinweis, du darfst mit dem Heck hinten, darfst du den über den roten Bordstein drüber. Nur mit den Reifen darfst du den roten Bordstein nicht berühren, ja? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ich bin schwierig, ja. Krieg sie hin. Not auch noch mein Magen. Volles Programm. Wen sagt ihr, das ist gut, dann muss ich auch mich glauben. Denkfehler machen. Wenn ich du wäre, ich würde erstmal gucken, dass ich die Front vorne auch nach links krieg, weißt du? Dass du mal in diesem Viereckchen da drin bist, links. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, fahr mal so weit zurück, wie es geht. Ja. Nach rechts einschlagen und dann genau. So weit zurück, wie du kannst. Ich sehe das gerade nur ein bisschen schwierig. So, jetzt müsste ich ja fast schon... Ich darf ja mit dem Popo drüber, nur mich steht die genau, Reifen, ne? Genau, mit dem Popo darfst du drüber, genau. Nur die Reifen dürfen den Gehweg nicht berühren. Genau, so war das. Aber noch? Genau, kannst du noch ein Stück? Ich glaube, es geht noch ein Stück. Muss ich gucken, ist halt den Spiegel. Ja. So, jetzt kann ich das eigentlich so immer genau, machen, genau, bis, genau. Bis ich dann Mäuschen dann habe. Hinten ist, glaube ich, noch ein Fäuschen gewesen, aber den kriegen wir. Wie ist ja auch Zeit kein Faktum, ne? Nee, Zeit hast du genug. Das ist gut. Schon mal jemand gesehen, der sich so angestellt hat? Du machst es gut, tatsächlich. Jetzt bin ich raus. Sag lieber nicht, dass ich gut mache. So. Stehen wir drinnen? Ich sehe es. Wir stehen drinnen. Darf ich wieder rauffahren auf dem Parkplatz? Darf ich über die Sonne fahren? Nee. Darf ich über das Rote fahren? Nein. Nein. Ja, aber so da drin weiter. Bitte nichts umschmeißen, gell? Okay, alles umschmeißen, nochmal so gefahren. Oh, jetzt wird's aber hart, du. Jetzt wird's aber richtig. Ja, ah, du meine Güte. Kommen wir oben nicht an die Lametta, ne? Nee. Gut. Das ist nur ein Hologramm, wir fahren da durch. Das ist voll schön, ein Hologramm. Hier fahre ich aber sehr langsam, weil hier, wenn hier jetzt jemand an uns die Geschäfte rausspringt, ja. Dann ist aber auch scheiße. Weißt du, die Bodenmarkierung, die kommt mir vor, als ob das hinter diese sieht. Boah. Ist hier jemand schon durchgekommen, lebend? Ja. Oh, du bist der beste Beweis, stimmt. Wir fahren jetzt hier rechts. Vorsicht, die Markise links, die ist aus Beton. Da die kriegst du nicht okay. Kaputt. Okay, und? Was denkst du? Und, ja, schwierig. Ich bin gerade durch, sag es mir einfach. Hau raus. Du hast bestanden. Hab ich? Und ich muss springen. Ich muss springen. Da kommt gerade die Musik. Das passt doch. Die kommt schön. Das passt wirklich. Und, genau. Sag da. Also, $1,250 kriege ich von dir und ich hol dir schnell den Führerschein, ja? Ja. Perfekt. Geschafft. Junge Mann, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Sind Sie auch hier wegen Führerschein? Nein, Digi, ich warte auf meine Dame. Dann wünsche ich dir mal jetzt. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen. Oh Gott, viele Dank. Oh mein Gott, das war nicht so gut. Ich danke, ich wünsche dir und deine Dame einen wunderschönen Namaste. Das war's für heute. Der hat mir nochmal richtig was zugesteckt. Falls du das siehst, vielen Dank nochmal dafür. Und ja, was soll ich sagen? Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön entspannt und mir horche sich.